euch zu einem neuen Video hier. Immer wieder mit dem Dirk unterwegs. Eigentlich waren schon in letzter Zeit sehr viele Videos mit Dirk. Plus, ja, da habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Kamera. Dreckige Scheiße. Es ist heute der 3.8. Also ein Donnerstag und wir haben 37 Grad. Wenn man jetzt Moped fährt, dann denken vielleicht manche, oh, das ist eine schöne Abkühlung. Der Wind und so, der Fahrtwind. Kannst du aber vergessen. Das ist so, als ob du einen Föhn ins Gesicht hältst. Ist genauso geil. Also heute werden wir auch unsere Nebeneinanderfahrt machen. Ich kann schon so viel sagen. Unterschied Stage 1 zu Stage 2 von ZT, also der N60, kannst du vergessen, da gibt's kaum einen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche die Unterschiede sein sollen. Also ich habe jetzt nicht wirklich welche festgestellt und auch keine irgendwo rauslesen können. Falls das einer noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja mal einen Ausdruck umgebaut. Er hat jetzt den leichten Unterweg von Sachsenburg mit dem D32 Reso. Heute machen wir die Testfahrt, die wir aber schon mal gemacht haben. Aber durch dürfe Kameraaussetzer, würde ich mal sagen, ist das Video nicht geworden. Ja, das wiederholen wir heute ein bisschen. Aber letztes Mal war Spaß. Ich werde irgendwann mal so ein kleines, eigentlich doch ein großes, langes, alles mögliche Video machen. Also alle möglichen Dinge, die mal passiert sind, die ich noch nicht, also wo ich keinen Sinn sehe, darüber ein einzelnes Video zu machen. Oder wo es Probleme mit Mikrofon gab, oder. Aber trotzdem lustige Dinge mit bei waren. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall in den nächsten Tagen und nicht. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, Dirk hat ein ZT60N Stage 2 und ich habe ein ZT60N Stage 1 Zylinder. Also die Innereien sind auch fast dasselbe. Vergaser hatten, haben wir den gleichen. Luftfilter, ja, haben wir. Auspuff ist jetzt auch der gleiche. Ja, und ist eigentlich der beste Vergleich, finde ich. Ihr seht es ja selber, er fährt mir nicht weg. Also, wir haben ungefähr das gleiche Gewicht. Wir sind leicht geringer. Wind von vorne. Na, jetzt habt ihr ja gesehen. Ungefähr. Also, die nehmen sich nichts. Auch bei der ersten Fahrt genau das gleiche Ergebnis gewesen. Also, es war nicht nur Zufall. Aber die Endgeschwindigkeit haben wir noch nicht erreicht. Da hat man gerade viel zu viel Wind von vorne. Und ich kann euch eins sagen, also für mich, also für uns, das heißt, hat schon, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gequatscht, völlig ausreichend. Und dann kommt noch das Optimieren. Was das ist, das werdet ihr später sehen. Wie habt ihr gerade gesehen mit Dirk? Wir waren hier gerade unten baden. Richtig geil, der See. Schön klares Wasser. Angenehme Temperatur. Endlich mal geschafft. Auf jeden Fall muss ich mir nur einen Schwenkhebel holen, ey. Ich brauche immer so lange, den Leerlauf zu finden, die Gänge zu finden. Und laut Simson 4.0, die haben ja ein Video darüber gemacht, ist dadurch auch ein viel besseres Schalten. Treffgenauigkeit ist eben, naja, den werde ich noch holen. Kostet zwar 70 Euro. Schade.
dass so ein kleiner Hebel nicht, weiß ich nicht, 40 Euro kostet. Auf jeden Fall war mal wieder richtig geil im See zu baden. Ich kam irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kam irgendwie nicht dazu. Warum kam ich? Na gut, in Ostsee. Letztes Jahr, ja, aber so einen normalen Baggersee oder Badesee, scheiße. Ich muss ein bisschen im Stehen fahren, damit meine Boxershorts besser trocknen. Das ist gerade wie ein Wäschetrockner. Heiße Luft. Warte mal! Na gut, das war jetzt nicht wirklich was. Er war drüben im Grün. wir hatten schon wieder von vorne Wind. Ja. Ich blende jetzt einfach mal die Optimierung ein, weil letztes Mal hat die richtig gut funktioniert. Dieses Mal semi, also eigentlich gar nicht. Was hat jetzt auch mit dem Video? Ich weiß nicht, was ich jetzt daraus schneide. Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich die Kameraeinstellung jetzt richtig habe. Ich hoffe nur, dass das Mikro jetzt richtig mitspielt. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ahoi Brause, euer Xopel, Tschüssikowski und bis. Bye, bis